Moin moin Freunde, was geht? Ja, wir sind heute hier auf dem Weg zum Flohmarkt und ja, heute ist mal wieder Tag für eine Flohmarkt-Flak-Tour. Und ich habe gedacht, ja, ich mache mal wieder eine, das ist schon ein bisschen länger jetzt her. Und ich bin mal gespannt, was hier los ist. Heute ist ja ein Sonntag, 8.30 Uhr, Sonnenschein, 15 Grad. Also beste Voraussetzung auf jeden Fall für einen tollen Flohmarkt. Es ist hier wirklich voll, wie ich das gerade so gesehen hatte. Und ich bin mal gespannt, was ich so finden werde. Und ich hoffe mal auf Videospiele, Actionfiguren und mal gucken. Also bis aber, gleich. Aber hier gibt es auch noch ganz viele Autos. Ja, da gibt es auch ganz viele Autos zu kaufen. Ne? Also könnt ihr alles noch Autos kaufen. Ja, so bis gleich. Ja, da bin ich jetzt zu Hause und ich muss echt sagen, auf jeden Fall war das richtig voll da gewesen. Und ja, ungefähr, ich war da glaube ich fast 2 Stunden gewesen. Ne? Gut, wenn man mal so noch da, der guckt ja manchmal auch noch ein bisschen da rum. Halt dabei seine Spielsachen. Aber ich muss echt sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Also ich fange erstmal an mit dem ersten Teil, was ich mir gekauft hatte. Und das war zuerst. Und das ist ein Alf. Ein Alf. Wer kennt ihn noch? Ist ein Alien. Eine Sitcom, sag ich mal. Das war, ja, ist das glaube ich eine Sitcom. Aus den 80ern. Und es ging halt um diesen Alien Alf, der dann halt bei den, jetzt komme ich nicht auf den Namen, bei der eine Familie so gesehen gelandet ist und seine Leibspeise waren Katzen. Also das war auf jeden Fall, also ich habe diese Serie damals geliebt und ich fand sie auch einfach geil. Und das ist so ein kleiner Alf, den man hier öffnen kann. So, da konnte man damals den Strohhalm oder was ich was dran machen oder irgendwo anders, ne? Den gab es für 50 Cent. Dann passenderweise 2 oder 3 Stände weiter habe ich für 50 Cent einmal das Alf-Heft gekauft. Ein Alf-Fotocomic. Ja, und da sind so alte Sachen drauf. Gab es sogar hier damals eine Zahnbürste und ja, ganz cool gemacht. Kam damals 5 Mark vom Bastei. Und hier seht ihr auch noch so ein paar Sachen hier halt. Ist ja so ein Fotocomic. Auch eine coole Sache, wenn man so ein bisschen in Nostalgie schwärmen möchte. Dann kann man sich auch mal sowas hier kaufen. Dann habe ich mir noch ein GTA 2-Spiel gekauft für auch 50 Cent. Also jetzt bis jetzt 1,50 Euro für ganz coole Sachen. Wer kennt es nicht? Hier in dieser Vogelperspektive könnt ihr dann halt das alte GTA spielen. Und ich glaube, sogar wenn man jetzt den Admin-Rechte irgendwie darauf macht, kann man es sogar auf neueren PCs noch spielen. Und da ist nichts dran. Für 50 Cent. Dann bin ich weitergegangen und habe gedacht, geile Sache, ganz ehrlich. Ich habe da was rausgefischt aus so ein paar Plüschtieren. Und das ist so eine kleine Kindheitserinnerung von damals. Wer kennt es nicht und hat es auch vielleicht geliebt? Ein Zonk. Voll geil. Ein Zonk habe ich daraus gezogen. Sogar mit Etikett. Wie geil ist das denn, ne? Ja, auf jeden Fall steht hier noch drauf mit Jörg Dreger. Stimmt, ich wusste das nicht mehr ganz genau. Die Älteren werden wahrscheinlich noch den Namen noch wissen. Kam das immer auf Kabel 1 und halt, wenn man ein Zocker war, der konnte dann halt Autos gewinnen und weiß ich was. Und wer die Niete gewonnen hatte, hat dann so einen großen Zonk bekommen. Und die sind mittlerweile richtige Raritäten. Das ist ein Original-Zonk. Ist nicht so nachgemachter. Und damals war das echt, Geh auf Ganze hieß das, auf Geh aufs Ganze, ja, richtig. Und das war damals bei den Familien beliebt. Ich habe mich mit meiner Familie auch mal hingesetzt und haben uns das angeguckt. Ich weiß noch nicht, warum man sowas nicht mehr wieder neu aufsetzt. Ich fand diese TV-Serie damals richtig gut, diese TV-Show. Ja, das ist auf jeden Fall der Song. Dann habe ich noch, ja, 3 Sachen gefunden bei einem. Und, ja, da kann man nichts zu sagen. Also bei dem Song, für den Song habe ich 2 Euro bezahlt. Sind wir jetzt bei 3,50 Euro und dann habe ich ohne Scheiß die beiden hier gefunden von Star Wars aus der ersten Serie oder war das schon die zweite Serie von 1983. Die habe ich da gefunden für 2 Euro. Das ist auf jeden Fall ein richtiges Schnäppchen. Und jetzt kommt's komplett einmal ein Action Fleet Spielset. Hoff, habe ich da bekommen. Mit Figuren, mit allem drum und dran für... Das habe ich bezahlt, ich glaube 3 oder 2 Euro. Ich glaube, ich habe für alles 5 Euro bezahlt, für die Figuren von Star Wars und das. Richtig nice, also richtig nice. Ich habe für alles jetzt ungefähr 8,50 Euro bezahlt. Und das ist prima, oder? Also 8,50 Euro, ich wüsste jetzt eigentlich so, wenn man die jetzt hier kauft, die Star Wars Figuren, die sind so 5 bis 10 Euro wert. Der Zonk habe ich schon mal richtig gut gesehen, das weiß ich aber jetzt nicht mehr ganz genau. Da könnte man auch, glaube ich, so 15 Euro für nehmen. Das Hoff-Spiel ist auch so 10, 15 Euro. Kommt drauf an, ist sogar in sehr gutem Zustand. Könnte sogar 20 Euro wert sein. Also ihr merkt schon, das hat auf jeden Fall seinen Wert. Und es lohnt sich einfach auf den Flohmarkt zu gehen. Also wirklich, ich finde immer mal was. Und man muss immer auch mal immer wühlen. Das sage ich zu jedem. Immer mal gerne in den Kisten wühlen und dann findet ihr auch mal was. Ne? Vielleicht habt ihr mal Bock, ganz ehrlich, geht mal auf den Flohmarkt. Und ihr macht mal unter meinen Instagram-Account. Könnt ihr mal raufgehen, das ist ja der...
@dt. Da könnt ihr mal gerne mir mal nächstes Mal, ich mach mal einfach mal so ein Posting, was ihr auf dem Flohmarkt gefunden habt. Da könnt ihr mal gerne mal reinschreiben, was ihr dann so gefunden habt. Oder halt auf Facebook, ne? Da sind wir ja bei unter die Filmblogger oder halt da ist ja schon jetzt der Nerd. Habe ich jetzt neu gemacht. Könnt ihr mal gerne mal so ein Foto posten, was ihr da so findet. Ja, auf jeden Fall. Was sagt ihr zu den Sachen? Findet ihr die cool? Hättet ihr euch die auch gekauft? Oder ist das wieder Blödsinn, was ich mir da so gesehen gekauft habe? Dann ab in die Kommentare. Natürlich ein Like geben, wenn euch das Video gefallen hat. Oder ein Dislike, aber gerne mal natürlich begründen und nicht immer nur drücken. Aber das ist mir egal. So, und dann würde ich sagen, Abo nicht vergessen. Ganz wichtig. Dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam!